Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade im Flug, also in 3.1.01. Ja, wir räumen auf und jetzt geht los und wir fahren mal erste Gerät in ein Zettel, ein Wender, wie man schön sagt. Dann räumen wir hier ein, ne? Also, ich hatte ja in der vorgestrigen Folge mal erwähnt, dass ich das da und da plane hinzustellen. Und das werden wir jetzt umsetzen. Ein paar, wie gesagt, Raketen. Junge, ist doch Regen, mach Sonnenbrille auf. Die Ballen sind da drüben. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Ballen? Ja, hier rechts einfach hinstellen oder da rein. Da, jetzt sag ich, Anhänger ist unglücklich. Wir versuchen hier Anhänger wegzufahren. Aber wir stehen lassen, ne? Was wir eigentlich gehabt. Aber das habe ich meistens immer. Wenn was nicht in den Kram passt, wenn nicht so läuft, dann muss man umstellen, dann haben wir keine Zeit gehabt. Es war ja auch, wie es Regen angesagt, wie jetzt auch, und dann muss das schnell erledigt werden, dass das Gras, das Laseheu in Ballen gepresst bekommen und in der Folie abgesichert ist. Ne? Darum geht es ja dabei. Denn das wäre ganz schlecht. So, hier, das stören wir hier so ab. Dürfte hier kein stören. Mal sehen, vielleicht kommen wir den Richtung hoch bringen. Hoch 1, 2, 3, 3. Und mal schauen. Traktoren würde ich. Hier ist eine Halle. Da hinten irgendwo. Da reinstellen. Hat ja kein Gewicht gehabt. Also bei Völligen brauchen wir kein Gewicht. Das ist ja auch nicht schwer. Nur schade, dass wir kein großes Gerät haben zum Zettern, ne? Also zum Wenden, zum Schwatten. Das haben sie sich gespart. Entweder Steins oder die wollten nicht. Kann beides sein. Geht ja um. Man will die auch nicht eine Karten tauen lassen, ne? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie gesagt haben, nö, das Gerät noch nicht, das ist neu. Aber ich weiß nicht, das ist eine Spekulation. So, den ersten haben wir abgestellt. Hier können auch noch ein paar Geräte stehen. Und wir fahren jetzt mal zur Halle. Ah, hier schöne Silageballen hier. Vielleicht ist noch eine andere Grasballen bei, aber im Großen und Ganzen ist es Gefährgras. Pferdegras, feucht. Und dann geht er zur Silagebahn. Laut. Also. Nee, Stall. Ja, einen Schweinestall würde ich auch noch in Gang bringen, aber wenn wir Zeit für haben. Ne? Aktuell ist das ein bisschen knapp. Das war aktuell noch gedüngt. Blocking. So, also alles fertig. Okay. Und der andere misst Blocking, weil er. Naja, gut. So, hier ist die Halle, wo ich sagte, dass ich rein soll. Mal sehen, ob ich da reinkomme. Mit meiner Überbreite. Das sieht eng aus. Na, da kommen wir so nicht rein. Möchte aber auch nicht wechseln, ne? Sieht ein bisschen größer. Hier ist größer. Trotzdem müssen wir gerade reinfahren, ne? Haben wir ungünstigerweise festgefahren. Damit ich frei arbeiten kann. Hier ist ja die Lagerhalle für Erdfrüchte.
Ich meine, Kartoffeln und so, die werden heute ja anders gelagert, ne? In Kisten, in allermeisten Fällen. Und Bayer. Und in Kühlhallen, kann man sagen. Das ist nicht unbedingt jetzt, dass wir alle dass sie so einen großen Lagerhallen sind. Für Futter vielleicht ja, aber die müssen, Kartoffeln müssen relativ schnell verarbeitet werden, sonst die werden dann schlecht. Wenn zu warm gelagert ist, das ist für die nicht gut. Wenn da mal die Fäulnis anfängt, hält es nicht mehr auf. Also Speisekartoffeln, was ich weiß, die werden in großen gekühlten Hallen gelagert, in Kisten, wo der Kohlendioxidgehalt erhöht wird. Und so halten sie sich ziemlich lange. Bis im Frühling, ne? Bei uns früher zu Hause haben wir in Erdmitte gepackt, in den größeren Mengen hatten. Da haben sie auch sehr gut gehalten. Na, halt bis zum Frühling wird neue gab, ne? Das war ja halt so, ne? Früher gab es keine aus Ägypten oder so, ne? Frühkartoffeln. Nee, da gab es immer bis zum Schluss die Kartoffeln aus der eigenen Ernte oder die Reserven zu Hause. Und wir hatten auch zum Schluss immer zugekauft in einem normalen Geschäft. War ja halt so. Wir hatten immer noch eigene Kartoffeln gehabt, da hatten wir Saatkartoffeln. Saatkartoffeln, also im Prinzip die wir aussortiert hatten, und dann war das entsprechend, die blieben ja bis zum Schluss, ne? Also in separaten Kisten im Keller. Kisten deswegen, weil im Fall ist, Keller bei Wasser reinkam, dass man da was machen konnte, dass die höher gestellt wurden, ne? Denn wenn die im Wasser standen, das war ja auch dann auch nur eine Frage der Zeit, bis sie gefault haben, ne? Also das sollte ja nicht sein. Wenn im Frühling irgendwie viel Regen fehlt oder Schneeschmelze, genau, können wir einfach anlegen, ne? Dann kriegen wir ein bisschen mehr rein, ne? So, einer weist mich ein. Gut. Das ist typisch, schaut nicht, guckt. Und hinten abkippen, lösen. Das ist aber jetzt aber ungünstig, ne? Das ist wie Palettengabel, bevor ich hier den Stapler gekauft hatte. So, den stellen wir auch mal rein. Aber das ihn halt nicht rumstehen, ne? So. Traktoren müssen ja ein bisschen aufgeräumt sein. Die nächste volle Ernte kommt und einige müssen ja auch nachher Getreide fahren. Und wir gucken, was da für Fahrzeuge fehlen. Aber das geht heute sowieso nicht. Erstens nicht reif, zweitens ist es zu nass. Hier sind meine Sämaschinen und eine Gruppe. Lassen wir jetzt rein. Wir fahren mal gerade rein, ne? Ja, so haarscharf, ne? So, der Rand dran. Hier ist ja auch ein Lager für Getreide. Der geht mir um Keks. Blocking Mist ist schon mal ganz schlecht. Und der ist, müsste entlassen werden. Und dann fahren wir zum Nachbarfeld rüber. Zum Sonnenblumen. Und dann geht er da weiter. Sobald er gewachsen ist. Ich dachte auch, das geht weg, das Klee, ne? Aber ist nicht.
Fleisch und Rasse. Ansonsten alle anderen Mods Früchte zu den unterworfen. Vielleicht kommt dann auch ein Update von Seasons, um das da entsprechend auch nicht wirken zu lassen. Aber da wird es ja kompliziert mit Fett, Gras, Feucht, Heu. Weil jetzt ist er mit Zetter das erreicht. Und normalerweise muss man Heu ja eh wenden. Einige Tage, also einige Stunden stehen lassen oder einen halben Tag. Wenn normal wenden, dann hat man am ehesten erreicht. Ne? So, stehen bleiben. So, Mistfahrer, wo ist der? Der hat er schon wieder ausgeschaltet. Der hat schon Feierabend gehabt. Naja, nicht gut. Weil wir ja im Prinzip mal fahren lassen wollen, ne? Dass wir unser Geld verdienen nebenbei. Dass die BGH halt zu tun hat. Und erst später, wenn wir Silageballen haben, dann haben wir dann einige Tage mit dem mehr zu tun. Und da könnte ich die eher nehmen in den mit Fahrzeug mit der Gabel. Das war für Paletten, aber Spieß könnten wir ja trotzdem verwenden. Also unser Helfer ist fertig. Rosie oder wie heißt er? Oder sie. Namen kenne ich noch nicht. Macht aber nichts. So. T8. Und da ist nur noch starke Traktoren. Dann brauche ich lange überlegen. Kann er das gar nicht. Ja, dann BGH können wir nicht lagern. Das ist ungünstig wegen fahrender Fahrzeuge. Ne? Und doch mal was reinbringen wollen. Mit Mais oder so. Ich belege nämlich auch, ob wir nächstes Jahr, da wo jetzt Pferdegras ist, Mais machen. Aber das hier ist ab nächstes Jahr der Fall, ne? Auf jeden Fall will ich da diesen anderen Mod dazu nehmen, also den Personalfarmer. Da natürlich erstmal die großen Erden einfahren, also Getreide. Und Mais. Das heißt, zum Winter kommt der mit zu. Vielleicht gibt es da noch einige Updates dafür, Erweiterungen mit anderen Düngersorten. Wäre ja logisch, ne? Also Phosphor und Kalium wären auch so eine Sache, die dazugehört. Nicht jede Gülle hat gleich viel Stickstoff, sagt man so, ne? Also da ist auch noch viel dabei, ne? Je nachdem, was man da zugibt, ne? Klar, der Nährstoffgehalt mal mehr, mal weniger. Und der Wasseranteil ist auch noch anscheinend, ne? Weil bei so Sachen haben wir viel Wasser drin, ne? Die Trockenheit übrigens, ne? Naja, solange kein Schnee reinkommt, ne? Ja, das wollte ich vermeiden. Junge, bin ich müde. Gibt's doch gar nicht. Aber das schaffe ich heute noch. Ich muss noch ein paar Folgen bearbeiten. Dann geht's nicht her. Bearbeiten muss ich nicht tun. Kann ich auch zum Notfall Nickerchen machen. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Mal noch Zeit. Und wenn Kettle Kopf hochgeladen ist,
kann ich auch die Folge am Sonntag hochladen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Hatte mir noch leichter vorgestellt gehabt. Vom Spiel und so. War gerade nicht gerade Weihnachten und Weihnachtsurlaub. Ja, wenn man arbeiten muss, ist ja ein bisschen anders, ne? Ja, das gibt schon gesehen. Ist schon schön, weil Kessel und Kopf, da habe ich auch relativ hohe Nachfrage. Eichhörnquote. Ach, da gibt es Neuigkeiten. Heute habe ich gelesen. Offiziell im Kommentierbeitrag hier bei Steam, dass die jetzt für den Februar einen Patch planen und im März ein Spielupdate machen wollen und dass sie eine Karte planen mit im Süden und also im Prinzip eine südliche Karte, bisschen hügeliger, bisschen bergiger und drei neue Fruchtsorten bekommen, einmal Hafer, Raps und eine war noch und ein neues Gerät. Das soll dann im März kommen. So wird schön, ne? Wo ich sagte mir auch, die Karte ist ja irgendwann fertig, dann haben wir gleich eine nächste Karte, ne? Aber zwei Karten parallel, das mache ich jetzt nicht. Das ist ja jetzt ein bisschen Blödsinn, das ist ja. Aber dann geht es auch um Technik, Flügel und Gruppe. Was ich gerade jetzt habe mit wo ich auf Flügen verzichtet habe, das wollen sie jetzt einarbeiten, dass es auch entsprechende Auswirkungen hat. Aber ich denke mal, bis dahin haben wir das hier geerntet und dann müssen wir es einfach lassen. Das ist ja viel zu Flügen, ne? Da muss man ja doch echt. Das Problem ist, hier wird es einen Helfer einstellen lassen. Also Helfer. Klar. Logisch. Oder Crossplay lass ihn arbeiten. Aber da. Naja, Helfer kannst du auch einstellen. Aber als Angestellten direkt, ne? Muss ich mal gucken, wie es funktioniert. Denn dann können wir das im Frühling auch nächstes Mal fügen lassen. Ich habe mal jetzt ein bisschen gerechnet, also vom Geld her wird es knapp, was ich da habe. Das wird eher so, dass ich einen Traktor verkaufen muss oder ein Gerät. Um mit dem Dünger leisten zu können. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber hier haben wir noch ein bisschen tun. So, nächste Gerät drin, ne? Also den Traktor in die Halle fahren und dann nächste Gerät. Dann haben wir schon die Folge. Ups. Fertig. Wahnsinn. Also das Aufräumen, das ist eine Heidenarbeit. Das Blocking, oder? Das Mistfahrrad gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich werde ich umsteigen auf Gülle. Bis ich dann eine Lösung gefunden habe. Ah, komm, Zeit kommt mal. So. Das ist maßgeschneidert. Ich glaube, genau dahinter, ne? Und einen können wir noch vorstellen. Oh, dann haben wir nur zwei. Das ist jetzt ein Käse. G2 mit Pflegebereifung. So, also er hat keine Pflegebereifung, man kann aber Pflegebereifung haben. Erstmal ein Zetter, ne? Ballenpresse. Ja, wir haben viele Geräte und Anhänger zu stehen. Wie gesagt, ja, ein Haar noch. Ist der Wahnsinn. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein.
Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Ja, aufräumen. Tschüss. Und wir winkeln. Und ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Tschüss.